Ja, ich war ja vor kurzem wieder mal unterwegs und zwar in München. Das Wetter war äußerst bescheiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat ein bisschen geregnet, ein bisschen getröpfelt zwischendurch. Aber es macht nichts, weil der Spaß war trotzdem da. Ich war auf dem Olympiazentrum, genau gesagt auf dem Dach von dem Olympiazentrum. Und das ist schon sehr interessant, weil da die Guides sehr nett sind und eine Menge tolle Sachen erzählen. Zum Beispiel über die Geschichte, Aufbau, architektonisches, dass zum Beispiel Plexiglasplatten da verbaut worden sind. Ursprünglich 2 auf 2 Meter. Die sind dann in einen Alurahmen eingespannt worden und auf 3 Meter gedehnt worden. Dass, wenn unterhalb mal Feuer ausbrechen sollte, die zum Beispiel komplett zerbersten und dass das Feuer von unten dann wieder gleich entweichen kann. Das ist schon sehr interessant in luftiger Höhe. Man wird da angeschnallt, hat so eine Art Waldi in der linken Hand, seht ihr das Ding, mit sich führen. Im 45-Grad-Winkel wird er mitgezogen, wie so ein Hund beim Gassi führen und da ist man dann gesichert. Wie beim Klettern im Endeffekt, kriegst auch einen Klettergurt um. Kostet auch nicht die Welt, also ist jedermann selbst überlassen, ob er das mitmachen möchte. Ab und zu kommt man dann noch auf die leicht erhöhten Stellen drauf, hat man dann eine super Aussicht über München und kriegt dann nochmal eine Führung, beziehungsweise nochmal genauere Informationen über die nähere Umgebung und das ist schon sehr, sehr interessant. Also ich kann es da jedem empfehlen, das einmal zu machen. Und wenn du schon mal da oben bist, dann musst du natürlich auch den Flying Fox ausprobieren. Und der Flying Fox funktioniert folgendermaßen. Du wirst dann eingespannt an so eine Drahtseilkonstruktion und da wird dir natürlich geholfen, weil die sind dir für deine Sicherheit zuständig. Und wenn du da mal eingespannt bist, dann kurzer Blick in die Tiefe, genau gesagt auf das Fußballfeld. Und Und dann da reicht musst du mir der die Technik kleine Hand vertrauen, einfach dann wieder nach springst du oben. mal Ich kann los. den Seil schließen. Und dann geht es im Genau, dann rasanten setzt ihr Tempo wieder hoch rüber aufs zur anderen Seite. Der Stützchen, Flug an sonst sich dauert nicht reicht länger die als 20 Größe. Sekunden. Ist ein kurzer So. Spaß, ist ein teurer Spaß, aber Was ist es siehst du wert. denn Also die auf dem Kulisse ist Bildschirm? natürlich Was schon sitzt denn da einmalig. drin? Ja. Da Also unten. ich kann es jedem Keine Frage, empfehlen ich bin und ja jetzt viel Uhrenmann, Spaß ich bin beim ja genau. Anschauen von meinem Flug. Du meinst das Schrott drunter, oder? Genau, das soll man schon drunter machen, schon mal? Ja. Ach, macht nichts. Der Rasen wurde gerade neu gemacht, da Ja, fällst du ich. wenigstens nicht ganz so hart. Gell? 78 fast, gell? 77 Patrick Wettbewerb. Ach, na du hast ja. gegessen. Je nach Sind Tageslaune. geschnitzt. Ah, ist wieder. 78, 45. Und ich darf, wann ich will, oder? Das Dann kannst du vielleicht wieder runtersteigen.